Rote Rosen, Gunther will endlich wissen, wo steckt Gregor und was hat er vor? Lüneburg, es kommt, wie es kommen musste. Es knistert zwischen Tatjana, Judith Seebrock, 48, und Andreas, Herbert Schäfer, 52, so sehr, dass die beiden im Bett landen. Wie die Wochenvorschau der ARD-Telenovela Rote Rosen zeigt, weiß sie aber, dass es falsch war. Sie zweifelt, weil sie sieht, wie sehr sich Sascha, Nevio Wendt, 13, seine Familie zurückwünscht. Am Ende will sie es aber noch einmal versuchen, wie früher. Jens, Martin Luding, 50, hat Mitleid mit der verlassenen Dörte, Edelgard Hansen, 66. Doch das ändert sich schnell. Er erfährt, dass die Trennung bereits 4 Monate zurückliegt. Aus Mitleid wird Fassungslosigkeit. Warum hat ihm seine Mutter das so lange verheimlicht? Zur großen Freude von Ben, Hakim Michael Meziani, 53, werden die beiden Gründer und ihr Kochboxen-Business immer noch von Tina, Katja Frenzel-Röhl, 47, unterstützt. Und sie erweist sich dabei als gute Verkäuferin. Unklar ist allerdings, ob Ben und Ellen, Jung Wang, 29, sie genauso als gleichberechtigte Partnerin sehen wie sie sich. Fest entschlossen zieht Hendrik, Jerry Quarteng, 45, seinen Plan zur Finanzierung einer neuen Krankenpflegestelle durch. Er wird aber erst zum Erfolg, als Britta, Jelena Mitschke, 43, über ihren Schatten springt und hinter seinem Rücken eingreift. Dennoch können beide immer noch nicht normal miteinander umgehen. Zwischen Tatjana und Mona kommt es zum großen Streit. Als Tatjana in die glücklichen Augen von Sascha blickt, fühlt sie sich in ihrer Entscheidung für Andreas bestätigt. Doch sie ahnt bereits, dass Mona, Jana Horagusmann, 53, das nicht gut finden wird. Zudem erfährt sie die Neuigkeiten nicht von ihrer Freundin, sondern von ihrer Tochter. Sie wittert Verrat. Es kommt zum großen Streit, die Freundschaft steht auf dem Spiel. Jens ärgert sich noch immer über das Verhalten seiner Mutter und muss das erst einmal verdauen. Schließlich ermuntert Merle, Anja Franke, 56, Dörte dazu, sich mit ihrem Sohn auszusprechen. Gunther, Hermann Tölke, 68, ist vom Baustopp im Dreikönige schwer beunruhigt. Er bittet Carla, Maria Fox, 46, um Mithilfe. Gunther will endlich wissen, wo Gregor, Wolfram Granditzka, 51, steckt und was er plant. Doch bei Carla stößt er auf Granit. Sie will keinen weiteren Gedanken an ihren Ex verschwenden. Sarah, Antonia Jungwirth, 29, David, Arne Rudolf, 31, und Simon, Tore Lüttier, 28, beschließen, den Hochschulabschluss von Ellen ausgiebig zu feiern. Über die Ausführung herrscht jedoch große Uneinigkeit. Der Tag wird chaotisch und endet mit einer Challenge.